Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ach, wisst ihr was? Ich penne. Bis wieder hell wird. Kein Bock auf die Dunkelheit. Zu einem weiteren Let's Play Witcher 3. Blood and Wine mit Paxis. Wir warten, dass die Sonne aufgeht. Sehr schön. Schönes schöner Morgengrauen. Ich will mich nicht rauflassen. Plötze, was ist los? Ja, ich habe nicht die Möglichkeit, auf ihn drauf. Jetzt schnell aufsitzen da. Come on. Hey, ihr seht da, dass da ein Pferd ist. Was lautet denn immer dagegen? Wie man sieht, die Bewohner von Beauclair sind hier auch schon sehr früh am Morgen auf. Oh, da ist... Ah, eine verlassene Stätte, als wenn ich es geahnt hätte. Sehr gut. Haben wir ein Fragezeichen schon mal abgearbeitet. Und das scheinen wieder diese merkwürdigen Pflanzen zu sein. Ja, eine weniger. Das war's schon! Nur eine Pflanze! Nice! Das ging ja schnell und einfach. Was war das denn? Musste er jetzt einen Tag warten, bis die Stelle besucht ist? Das haben wir ja noch nie gemacht. Krass! Was war das denn? Hä? Ich weiß nicht wirklich. Jetzt nie aber auch plötzlich richtig viele Leute. Oh, die sind tot. Die Armen. Quest? Hä? Falsche Zähne. Brief an eine Geliebte. Florin, Tabak. Nebenquest? Meine geliebte Melanie, ich schreibe dir diesen Brief und sauge dabei die letzten Strahlen der Sonne auf, die langsam hinter dem riesigen Gipfel der Gogo untergeht. Dieser Brief wird nur kurz aus zweierlei Gründen. Erstens ist es schon bald zu dunkel zum Schreiben und zweitens habe ich wichtige Pflichten zu erfüllen. Frau Mathilda hat mir befohlen, mich um die Sicherheit des neu angelegten Weinbergs am Pavonhang zu kümmern. Ich muss sehr wachsam sein, denn auf Vermentino gehen in letzter Zeit üble Dinge vor. Wenn es nicht die Banditen sind, dann sind es diese gelben Monsterparasiten. Ich werde hier einige Zeit verbringen und mich nach dir sehen, meine Liebste. Wie eine Weinrebe nach der Berührung der lebensspendenden Sonne. Für immer dein Laurent. Hä, und warum ist das ein... Ich nehme einfach mal alles mit. Damit er nicht mehr leuchtet, aber was, warum ist das ein Quest? Es kann natürlich sein, dass das das Ende eines Questes ist. Dass die Frau mich quasi fragt... Oder sagt, hier, such mal meinen Mann. Das ist also der Hexer, den die Gnädige Herrin aus dem Norden hat kommen lassen. Was ist denn jetzt los? Also der Ort verwirrt mich. Der ist merkwürdig, der Ort. Es war nur eine Pflanze hier, die quasi diese verlassene Stätte terrorisiert hat. Hexer! Gut gemacht! Vielen Dank für deine Hilfe! Was ist denn los mit euch? Dann, nachdem diese besiegt ist, diese Pflanze... meditiert Geralt erstmal einen Tag lang, man sieht eine Zwischensequenz und dann sind plötzlich alle da. Dann haben wir hier diese Leiche, die rot leuchtet, wir finden halt einen Brief, wahrscheinlich ist es das Ende von einer Quest, denke ich mal. Und jetzt drehen alle dauernd durch und rennen weg, als wenn ich jemanden schlachten würde. Was ist denn los mit euch? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Egal, wir gehen mal weiter. Moment, wir können ja noch das Ding hier looten. Natürlich simulieren sie nur... Sehr, sehr... Pfui! Allesamt Hundeersche. Sehr merkwürdig, was hier abgeht. Egal, ist mir mittlerweile auch, wie gesagt, scheißegal. Wir gehen jetzt einfach mal zu unserem Hauptquest, wo wir eigentlich hin wollten. Dann müssen wir, glaube ich, da auf die Insel rüber. Das ist die Insel im Lake Kilavi, wie auch immer. Ich weiß gar nicht mehr, das ist ja meistens so, was ich hier, also was der Anfang des Quests war, könnt ihr natürlich nachlesen, aber ist auch nicht so wichtig. So, komme ich hier irgendwie jetzt rauf? Sieht irgendwie nicht so geil aus. Ah, aber Geralt kann ja überall hochklettern, müssen wir ja. Speichern mal. Ich weiß auch nicht, ob jetzt hier Gegner kommen oder. Da sitzt auf jeden Fall ein Mann. Ach so, da ging es glaube ich um irgendeinen Einsiedler oder sowas. Das sind irgendwelche Steht was drauf auf den
Wohlstein. Kein Mensch, der seinen Wohlstand nicht mit anderen teilt, kann als gut bezeichnet werden. Großzügigkeit ist für ein Leben in Würde und in Sterben und ein Sterben in Frieden unabdinglich. Tapferkeit allein macht nach keinen guten Menschen, doch wie viele Feiglinge sind gute Menschen. Wer tapferen Herzens ist, zögert nicht, sich gegen die Mehrheit zu stellen und die Konsequenzen zu tragen. Es gibt viele Wesenszüge, die wahre Natur eines Menschen abbilden. Mitgefühl unterscheidet den Menschen vom Tier. Wer mit seinem Nächsten fühlt, dem ist dessen Unglück nicht einerlei. Er wird sich immer für die Schwachen und Unterdrückten einsetzen. Ehre kann man nicht kaufen, sie kann auch nicht verkauft werden, da ihr Wert den aller Schätze der Welt übersteigt. Doch man kann sie verlieren und wenn das geschieht, dessen Name ist in alle Ewigkeit beschmutzt. Ein wahrer Ehrenmann steht hinter dem, was er tut, stellt sich jeder Herausforderung und verachtet die Lüge. Weisheit ist eine Tugend, nach der man ein Leben lang streben sollte. Nie ist man so weise, als dass man nicht noch weiser werden könnte, und der Weise weiß dies. Wir sollten auf unserer Reise durch das Leben nach weisen Entscheidungen streben. Das sind nicht die Entscheidungen, die uns das Leben einfacher machen. Meist trifft das Gegenteil zu, aber sie machen stets bessere Menschen aus uns. Also, es ist ziemlich viel auf diesen Stein geschrieben, aber es ist eine merkwürdige Sprache. Die scheint sehr viele mehr Wörter zu brauchen, glaube ich. Okay, jetzt haben wir uns diese Dinge hier erstmal durchgelesen. Ah, ne, ist da noch eins? Ne. Oder? Ach so, da liegt einfach noch was. Ruhig und Erdbeeren. Ich glaube das mal nicht, wir wahrscheinlich dem Einsiedler und. Der braucht wahrscheinlich Essen dringender als ich. Ich wandle auf dem Wasser. Genau wie. Wie wer? Wie ein Wasserläufer. Was dachtest du? Egal. Du hast wohl gemeint, dich kann nichts mehr überraschen, was? Irrtum. Jesus. Was? Da unten ist ein Schwert, aber wir kommen nicht ran. Das ist ja krass. Hey, hast du eine Ahnung, wieso zum Teufel ich auf dem Wasser laufen kann? Klar weiß ich das. Ich wohne seit undenklichen Zeiten abgeschieden an diesem Gestade. Und ich kann die außergewöhnliche Natur des Sees bezeugen. Was ist so außergewöhnlich daran, abgesehen davon, dass man darauf laufen kann? Der See birgt ein wundersames Schwert in seinen Tiefen. Darüber wache ich. Nur wer über die 5 ritterlichen Tugenden verfügt, darf nach dem Schwerte greifen. Man sagt mir ja einiges nach, aber Ritterlichkeit, ich weiß nicht. Aber ich weiß. Denn ich weiß, wer du bist. Du hast bewiesen, dass du zu tiefem Mitgefühl fähig bist. Du bist ein Ehrenmann, wie viele bezeugen können. Du bist selbst bescheiden und anderen gegenüber großzügig. Deine Tapferkeit wird in Legenden gepriesen. Du musst mir zuerst beweisen, dass du würdig bist. Die Inschriften auf diesen Steinen beschreiben die 5 Tugenden: Tapferkeit, Ehre, Weisheit, Mitleid und Großzügigkeit. In deiner Zeit in Toussaint kannst du beweisen, dass du diese Tugenden im Herzen trägst. In dieser Welt hier gibt es manche in Not. Und du kannst deine Ritterlichkeit zeigen. Warte auf eine Chance, deine Weisheit unter Beweis zu stellen. Ah, krass. Das heißt, die anderen Sachen hatten wir ja schon gemacht, die jetzt gerade eben aufgezählt hatte. Ja, da können wir wohl gar nichts anderes machen. Hätten wir noch gar nicht hierher gemusst, weil wir dann logischerweise diese Weisheit, also ich spiele eigentlich immer positiv, gut. Das hätten wir dann wahrscheinlich sowieso in die richtige Bahn gelenkt, aber ich weiß auch nicht, ob wir jetzt irgendwie einen Hinweis bekommen, sobald dann dieses Quest kommt, wo wir unsere Weisheit beweisen sollen. Mal schauen. So, zu Hause ist es am schönsten, das hatten wir schon. Ritter zu Diensten, erfülle die Aufträge, die der Kämmerer dir gegeben hat. Das machen wir so nebenbei. Triff dich mit den Kaufleuten im Lager, wo ist das? Ist sehr weit weg. Ritter zu Diensten. Quint, das große Turnier. Quint, hurra, hurra, das Göttigste. Gesänge eines Ritterherzens. Oh, das ist gar nicht so weit weg.
Ach, verdammt, das hätten wir vorhin machen können, weil es lag total auf dem Weg. Mist. Naja. Ich schau mal noch die anderen Sachen durch. Nicht, dass wir jetzt doch wieder hin und her rennen, sinnloserweise, obwohl irgendwas direkt neben uns ist. Oh, das ist hier in der Nähe. Das nehmen wir auf jeden Fall. Ist auch direkt bei dem Fragezeichen. Da können wir aber eigentlich zuerst zu dem hier gehen, zu der komischen Ruine. Und gehen dann da runter. So. Jetzt müssen wir wieder über die... Hoi! Über diesen... Ist es ein Meer? Ich glaube, es ist ein Meer, oder? Oder, nee, Quatsch. Also ein Meer nicht, ein Fluss. Ach, ist egal. Ein Fluss, der ins Meer führt, so. Also jeder Fluss führt eigentlich ins Meer irgendwann. Naja, ich bin dumm, sorry. Bin nicht so schlau. Flüsse entspringen meistens, die Quellen zumindest, entspringen meistens irgendwo im Berg und fließen dann irgendwann in ein Meer oder halt in einen anderen größeren, also in einen größeren Fluss als Zulauf und dann ins Meer. So. Ruinen des Bastol-Gefängnisses. Mal sehen, ob ich etwas finde, das Merten hier zurückgelassen hat. Okay, dann können wir auch erstmal das machen, wenn es sowieso jetzt zu dem... Hier ist ein Fragezeichen, das gehört zu dieser Schatzsuche, dann machen wir das einfach. Können wir quasi gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Einmal das Fragezeichen lösen, dann diese Schatzsuche, dieses Quest... Und natürlich diesen interessanten Ort uns anschauen. Steckt der Schatz. Stumpfes Beil. Leckere Zaunrübe. Rezept Färbemittel für schwarze Rüstung. Toussaint Ritterhandschuhe. Da ich zurzeit echt Kohle brauche, nehme ich einfach mal alles mit. Erinnerung des Bibliothekars. Ich habe gestohlen und unterschlagen, das gebe ich zu und schäme mich meiner Taten. Aber was hätte ich machen sollen? Mein Gehalt als Schreiber war so lächerlich, dass ich mir ständig Geld von meiner Mutter leihen musste. Ich war ein Dieb, aber ich habe auch viel Gutes für die Palastbibliothek getan. Wer hat für den Import von Folianten wie das Leben der Propheten, da Hämorrhoidibus, Hebammenkunst für Jungfrauen und so vielen weiteren gesorgt? Mir hat die Palastbibliothek zu danken, für was man wissen muss, um glücklich und zufrieden zu leben, und andere rare Bände wie Speculum Aureum und De Larvis Scenicis et Figuris Camicis, oh mein Gott, Diebstahl und Veruntreuung sind unbedeutend. Der wahre Wert eines Mannes zeigt sich in seinem Umgang mit Büchern. Aha, da redet er sich also seine bösen Taten gut. Schlossen, ich brauche einen Schlüssel. Wahrscheinlich gibt es hier wieder eine Ebene tiefer, denke ich mal. Und höchstwahrscheinlich wird der Schlüssel ja auch von einem Monster beschützt. Es wäre überaus merkwürdig, wenn das nicht so wäre. Tagebuch des Beamten und alter Schlüssel. Fragment eines Tagebuchs, das mit Blut und Rückenmarksflüssigkeit bedeckt ist. Es schien ein ganz normaler Tag in der herzoglichen Schatzkammer zu werden. Beginnen mit Baguette und Camembert, fortfahren mit dem Sortieren von Pergamenten, schließlich vor Sonnenuntergang den Heimweg antreten. Doch heute wurde der normale Ablauf der Ereignisse gestört, dramatisch gestört. Ich fand im Archiv eine hochinteressante Notiz, dazu einen Schlüssel. Der Schlüssel ist die Hauptsache, denn nach dem, was ich den staubigen Aufzeichnungen entnehmen konnte, öffnet er eine Truhe voller Goldstücke. Doch ich greife vor. Ich fand beim üblichen Sortieren den Auftrag des Bastol-Gefängnisses zu reformieren von Herzog Henry Gras höchstpersönlich. Wir wissen alle, wie übel dieses Experiment endete. Die Ruinen des Gefängnisses schlagen mit ihrem zermalmten Skeletten und den Geschichten über die heulenden Geister der ermordeten Wachen noch heute jeden Besucher in die Flucht. Doch ich wusste, dass sich dort eine Truhe verbarg, zu der ich nun den Schlüssel hatte. Diese Truhe enthält offenbar Kronen, die für den Kauf von Büchern und Rationen für die Insassen von Bastol gedacht waren. Einer der Angestellten hier beging offenbar die Sünde der Unterlassung und schickte die Truhe ohne den Schlüssel zum Direktor. Vielleicht war es besser so. Der Direktor wurde gepfählt, die Wächter
lebendig Gehäute, die Degenerierten hätten auch den Trueninhalt in die Finger bekommen, wenn sie den Schlüssel gehabt hätten. Aber so, ob die Truhe noch ungeöffnet dort ist? Die Leute reden von einem Fluch, der den Ort beherrscht, eine finstere Macht, beschworen durch die Bestialität jener Mutter. Aber die Leute sagen auch, dass ein Ophiri-Kaiser von Nilfgaard werden und das Ende der Welt einläuten wird. Es hat keinen Sinn, solche Gerede allzu viel zu geben. Das heißt, wenn ich jetzt das Ding... finde den Schatz, ja. Wie viele... Ach, das war der versteckte Schatz. Ach so, das ist das Fragezeichen gewesen, alles klar. Jetzt habe ich es kapiert. Dann ist diese Truhe höchstwahrscheinlich jetzt das Ding da, was wir auch machen können mit dem Schlüssel. Und es sind wahrscheinlich keine Kronen drin, sondern es werden 1 Milliarde Geister rauskommen. Und ich werde kämpfen müssen. Arbeitsauftrag, Schema, Chitinpanzer, irgendwas. Herzogswächter Hauptmannsrüstung. Herzogswächter Hauptmannshose. Arbeitsauftrag. Rezept. Hier ist kein Gegner, kein Monster. Was ist denn hier los? Arbeitsauftrag. Auftrag zur Neuorganisation und Reform des Bastoll-Gefängnisses an den Gefängnisdirektor. Nach Erlass des allergnädigsten Herzogs Henry III. Ist Jacques Olex, Direktor des Bastoll-Gefängnisses, verpflichtet, die folgenden Reformen durchzuführen. Entlassung der halben Wachbelegschaft, Verbot physischer Gewalt Gefangener gegenüber, Einstellung von Bestrafung durch Dunkelzellen, gekürzten Rationen und Auspeitschung, Erlaubnis für die Gefangenen, Privateigentum zu haben, Erlaubnis für die Gefangenen zur freien Bewegung auf dem Gefängnisgelände, Kauf von feinen Lebensmitteln mit Hilfe der beigefügten Mittel, Anstellung eines Lehrers zur Unterweisung im Lesen und Schreiben, Kauf jeglicher hierzu erforderlichen Ausrüstung. Der allergnädigste Herzog Henry III. Ist der Auffassung, dass diese Änderung auf Grundlage von Modellen, die in den zivilisierten Landen des Südens üblich sind, zu geringeren Verbrechensraten im Herzogtum führen werden, indem junge Straftäter der Weg in ein neues Leben eröffnet wird. Juniorbeamter Philipp Jordi Simbardo. So, habe ich jetzt auch die Schatzsuche beendet, oder? Das hat gar nicht mit der Schatzsuche zu tun gehabt, oder? Hallo? Ein Alp! Krass! Okay, müssen wir wirklich wieder Mondstaub hier machen, ne? Vor allem Level 42 ist auch nicht so klein. Aber mit Mondstaub ist es deutlich einfacher, wie man sieht. Oh, Vorsicht. Nicht wegrennen! Ist ein Alp quasi die geringere Form der Bruxa? Das sieht auf jeden Fall deutlich hässlicher aus als die Bruxa. Aber er macht ähnliche Sachen. Na komm, ist doch nur fast tot. Endlich. Ja. Ist zumindest schon mal ein neues Monster. Hat irgendwie ziemlich lange gedauert, bis es gestorben ist. Dann schauen wir mal. Alp. Alpe. Sah aus wie eine Bruxa, war aber keine Bruxa. Konversationsfragment zwischen dem Ältesten von Falcoane und einem Hexer. Alpe sind Vampire, die den Bruxae nicht unähnlich sind, manche nennen sie auch Phantome. Der Name geht darauf zurück, dass Alpe Menschen verfolgen und quälen. Üblicherweise nehmen sie die Gestalt von Frauen an, können aber auch als Tiere erscheinen. Besonders häufig findet man sie in der Nähe von Dörfern. Sie greifen nachts an und haben zu Vollmond die aktivste Phase. Speichel von Alpen bewirkt
wirkt als starkes Schlafmittel und verursacht bei Schlafenden Albträume. Manche glauben, dass Alpe der Kern der Geschichten von Leuten sind, die gesund zu Bett gehen und morgens schneeweiß und blutleer aufgefunden werden. Also, ist was Ähnliches wie eine Bruxa, aber, also, die werden miteinander verwandt sein, von der Art her, aber inwiefern und was genau, wurde hier leider nicht aufgeklärt. Stand hier rum. So, habe ich jetzt die Schatzsuche eigentlich beendet oder nicht? Ich glaube, das war die Manticore-Schatzsuche. Großwildjäger, sprich mit Graf Biladel. Durchsuche die Ruinen des Bastoy-Gefängnisses. Nee, wir haben das noch nicht erledigt, wie es aussieht. Na gut, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Hier muss es doch noch eine unterirdische Geschichte geben, oder? Ich war da jetzt hier überall in dem Kreis. Komme ich hier irgendwie nach unten? Anfängerwaffenreparatur, das habe ich gebraucht, geil. Apropos, müssen wir irgendwas reparieren? Was? Sieht nicht so aus, sehr gut. Ja, geht's jetzt hier irgendwie noch nach unten, oder? Die müssen doch einen Keller gehabt haben, einen Kerker oder irgend sowas. Ich glaube, ich war jetzt überall. Scheinbar müssen wir wirklich irgendwo... Moment, wir können ja ruhig mal hier außen lang gehen, aber es wird ja wohl in den Mauern gewesen sein, nicht außerhalb. So, jetzt sind wir auf jeden Fall im Kreis. Der ist ja auch nicht so groß. Halt, da oben ist was. Da war gerade so ein Ausrufezeichen zu sehen. So, vorsichtig, Geralt, vorsichtig. Ah. Ah. Schema, Manticore-Stahlschwert und Tagebuch eines Gefangenen. 30. Birke 1201. Mein mitgefangener Merten, der so viele Monate lang durchgehalten, sich über meinen Glauben an Majoran mokiert und die Freuden des lästerlichen Lebens gepriesen hat, ist heute vollständig zusammengebrochen. Er gestand, dass er seine gottgegebene Zeit mit fleischlichen Lüsten verbracht hat, die ihn zu nichts als Schande in Ketten geführt haben. Ich versuchte, ihn aufzurichten und ihm zu sagen, dass es noch einen Pfad gebe, dass er seine alten Gewohnheiten abschütteln und sein Leben Majoran und dessen Lehren widmen könne. Meine Mutter stieß fürs Erste auf taube Ohren, aber eines Tages, so glaube ich, wird er umkehren und auf die Wahrheit hören. 17. Lammas 12.2. Unfassbar, wie angenehm sich doch neuerdings das Gespräch mit Merten gestaltet. Kaum zu glauben, dass wir einander früher nicht ertragen konnten. Der Mann ist transformiert. Ich glaube, er hat seinen neuen Pfad angenommen. Gierig lauscht er auf alles, was ich ihm über Majorans Lehren zu sagen habe. Ausgerechnet in diesem feuchten, finsteren Loch sendet der Prophet mir einen Zünder und gibt meinem Leben wieder Bedeutung. 43. Blatt 12.3. Es ist vorüber. Merten hat seine Strafe abgesessen und diese verfluchten Kerkermauern verlassen. Die Lehren, die ich im Laufe der Monate an ihn weiterzugeben mich bemühte, haben offenkundig Wurzeln geschlagen. Merten hat geschworen, auf eine Pilgerreise zu gehen, die ihm helfen soll, sein altes Leben hinter sich zu lassen und sein neues zu finden. Er wird zuerst die Höhle aufsuchen, in der Majoran erleuchtet wurde und in deren Wände er vier seiner großen Wahrheiten gemeißelt hat. Ich hoffe, die Aura dieses Ortes hilft Merten, wie so vielen vor ihm, Läuterung und Stärkung für seine Pilgerreise zu erlangen, deren zweite Station... Rest und Leser. Den Tagebuchaufzeichnungen nach ist Merten vom Gefängnis aus direkt zur legendären Höhle gezogen. In der soll auch Majoran einst gehaust haben. Dahin gehe ich jetzt. Geht zur Höhle, zu der sich Majoran einst aufhielt. Boah, das ist ja ultra weit weg. Da gehen wir jetzt natürlich nicht hin. Wir machen jetzt generell nichts mehr an dieser Folge. Wir speichern hier nochmal. Diese Ruine hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier waren einige interessante Sachen. Und nur ein ganz merkwürdiger Alpgegner. Das war auch ein bisschen komisch. Egal. Bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss. Daumen nach oben.